Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits 6. Staffel und der 37. Folge, heute in der Vorproduktion am 14.04.24. Bevor es aber losgeht, gibt es immer ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an Sir Marvin 21 Streamarchiv. Sir Marvin hat nämlich am 6.11.23 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 1264. Der Sir Marvin verschwindet jetzt aber wieder. Und nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr auch in dieser Liste auftauchen wollt mit diesen öffentlich sichtbaren Abos. Ich habe doch meinen gewissen Veröffentlichungsplan. Den habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen. Da könnt ihr nicht nur gucken, wann ist welcher Stream auf Twitch und auf dem Zweitkanal kommt dann welche Folge. Sondern auch, welche Folge von welchem Spielstand hier auf dem Hauptkanal kommt. Und da ist auch ein Arbeitsblatt drinnen, das nennt sich öffentlich sichtbare Abos oder öffentliche Abos nenne ich das, so rum. Und da ist ganz oben drinnen ein Link von Google, YouTube, Gedöns mit einer schönen Beschreibung, wie ihr das einstellen könnt, dass ich euch sehen kann. Denn das ist so ein Privatsphäre-Ding-Einstellung. Es geht nur darum, dass jeder sehen kann, wen ihr alles abonniert. Wenn ihr das wollt. Wenn nicht, könnt ihr diesen Link auch verwenden, um einzustellen, dass es nicht sichtbar ist. So, jetzt geht's aber weiter mit unserem Tracker hier. Die Scharmützel mit den Bataniern oder Geiern müssen weitergehen, denn ich brauche definitiv noch mehr Einflusspunkte, wenn ich mir Lageta schnappen möchte. Und Problem ist nur, dass wir erstmal aufleveln müssen. Nee, Problem ist eigentlich, dass ich auch gucken muss, dass der Kriegsstand nicht zu hoch getrieben wird gegen die Geier. Nicht, dass dann der Frieden erklärt wird, bevor ich Lageta erobert habe. Es gibt Fokus und Attributspunkt. Gut, hier habe ich noch massig Platz. Das ist gut. Wollte ich noch irgendwo ganz besonders viel machen? Hier habe ich noch Platz. Nee. Dann Attributspunkt hier reinballern. Jupp. Hat nicht gereicht. Okay. Dann hat es jetzt gereicht. Haben wir erstmal wieder ein bisschen Spielraum. Bevor ich das jetzt bestätige, wollte ich noch was anderes machen. Ja, eigentlich auch Taktik und Ausstrahlung, oder? Ich gucke gerade noch meine schlaue Liste. Nee, doch nicht. Das war Halvor. Okay, gut. Passt. So, wir gehen mal kurz hier hin. In der Hoffnung, da sind noch ein paar Römer drin. Ja, sind das aber keine Auxiliaren. Mist. Ich brauche Auxiliare tatsächlich. Gut, dann nicht. Aber wir können ein bisschen was aufwerten, ne? Ja, genau. So, ab jetzt dann nur noch Kavallerie aus den Auxiliaren machen. Ich gehe aber erstmal nach Marunat. Ich will mal die Gefangenen verkaufen, weil die machen uns echt schon ziemlich langsam. 0,11 Abzug und das ist genau das, was wir an Geschwindigkeitsunterschied brauchen, um diese kleinen Trupps zu jagen. So, schönen guten Tag. Ich hätte da ein paar Leute für euch. Andererseits, wartet mal. Ich werde doch gerade Einflusspunkte verdienen. Wir gehen mal ins Verlies. Ja, 17 nur für die Charaktere, okay. Ist jetzt noch irgendwas Römisches dabei, was ich brauche? Nein. Und noch nicht gesperrt habe. Nochmal 4 Einflusspunkte mehr für die Dudes, okay. Sehr schön. Und Beziehungssteigerung, stimmt. Vergesse ich auch immer wieder. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich noch ein bisschen von dem Plünderzeugs hier loswerden. Was ist das eigentlich hier? Erhöhter Nahkampfschaden gegen berittene Truppen. Ja, bitte. Ich schicke dir nämlich ziemlich häufig gegen berittene Truppen. Ach, guck mal, sie hat dasselbe Ding. Gut, passt ja wie Arsch auf einmal. Wenn seine Frau genau dasselbe Ding kriegt. So, 60.000 liegen drin in der Kasse, 24 kriege ich, alles klar. Sehr schön. Sind wir wieder ein Stück schneller. Achso, wenn ich mal hier bin. Oh Gott, ey, es dauert echt ewig. Ich geh mal nach Remtor. Obwohl, das ist Batanisch. Ja, gehen wir nach Gersigos. Apropos, ich könnte mir auch mal die Burgverwaltung angucken von Gersigos. Das gehört mir ja auch mittlerweile. Aber vorher wird Branok gejagt. Komm her. Put, 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 put. So ist fein. Wie ist er aufgestellt? 10 Kavallerie, okay.
under my orders. Oh, cooles Schlachtfeld. Definitiv habe ich in den letzten Staffeln den Kampf zu wenig auf batanisches Gebiet getragen. Beziehungsweise sind ja auch viele Kampfterra-Updates gekommen. So, erstmal eine lockere Aufstellung für euch hier. Dann, warte, habt ihr denn wirklich? Ne, jetzt, ich wollte schon sagen. Oh, wir kriegen Flankenschutz hier rechts. Dann so. Eins und zwei dahinter. So. Vier hier. Fünf. Hat zu wenig Männer. Ey. Danke. Fünf. Vier hinter. So ein bisschen versteckt. Na, was macht er? Wieso kommst du eigentlich immer zu spät auf deinen Posten, ja? Die letzten fünf Male musstest du immer noch mal hinterherlatschen. Herrschaftszeiten. Nee, er entfernt sich. Mist. Na gut. Also, eins, zwei, drei, mir nach. Hör ich mal, wie sehr ich diese neue Klinge mag? Der geht aber auch nicht hoch auf den Berg, oder? Nö. Oder noch nicht? Ah, noch nicht. Er geht doch hoch auf den Berg. Habe ich aber auch nichts dagegen. Da schießen wir einfach runter. Wenn er sich jetzt nicht irgendwo in Deckung begeben sollte. Da schießen wir von Berg zu Berg sozusagen. Vorausgesetzt, er geht jetzt nicht noch da hinten in den Wald rein. Genau das macht er wahrscheinlich, wa? So, die drei. Bitte mal hier positionieren. Die eins und die zwei dahinter. So. Die fünf macht mal die Flankendeckung so ein bisschen und die vier geht da hinten in den Wald. Da ist nämlich noch eine Truppe, die gerade kommen möchte. Wie, jetzt kommt er oder wie? Warte mal, die fünf kommen drüber. Wir sind hier durch die Klippe ziemlich gut gedeckt. 140 Meter könnte effektiv sein. Könnte auch besser laufen, klar. Aber wenn ich jetzt näher rangehe, habe ich die Befürchtung, die ziehen sich wieder zurück. Oh, da gehen viele Schüsse daneben. Aber wir haben auch viel Munition, von daher passt das. Arena hat ein Athletik-Level, sehr schön. Okay, 4, 5. Habt euren Spaß. Ein bisschen zu spät reagiert. Aber Kampf im Wald sollte passen. Oder ein Stangwaffe-Skill, sehr gut. Jetzt, wo sie endlich mal einen Fokuspunkt drauf bekommen hat. Hey, Moment mal, wieso verlieren wir einen Bogenschützen und die nicht? Einer unserer Bogenschützen hat auf die Kavallerie geschossen, natürlich. Ich glaube, wir gehen doch ein Stück vor. Also nochmal knapp 50 Meter näher dran. Jetzt holt er seine zweite Kavallerie dazu. Moment, 4, 5, zurück auf den Hügel. Wir verarschen die heute mal ein bisschen. So, 4 auf den großen Trupp, 5 auf den kleinen Trupp. Immer schon schießen, Jungs. Ah, jetzt machen wir endlich Schaden am Gegner. Muss echt nur vorsichtig sein, dass unsere Jungs da nicht dumm, wie sie manchmal sind, in die feindliche Infanterie reinrennen. Es sind immer noch zwei feindliche Reiter von der Truppe da, Mann. Ah, natürlich rennen die jetzt da hinten rum. Okay. Das war jetzt aber gar nicht mal so dämlich, dass unser Dude da mal ein bisschen Stress gemacht hat in der feindlichen Linie. Dadurch haben die nämlich den Schild weggedreht und haben ordentlich kassiert durch unseren Beschuss. 2 zu 2 noch. Warum reitet ihr hier hinten rum, Jungs?
Der Gegner ist da. Oh, sie kommen ja. Infanterie steht auch bereit. Sehr gut. 4 und 5 bitte nochmal hier oben sammeln, weil das ist mir gerade ein bisschen zu viel rumgehampelt, was ihr da macht. Der ist einfach durch die Infanterie geritten. Alles klar. Wäre los. Okay, vielleicht doch noch nicht. Aber jetzt. Hey, komm, ihr könnt jetzt. Okay, ein paar Speere fliegen. Du Sack. Das ist der Anführer. 4, 5. Allgemeiner Charge. Die 3. Rückzug auf den Hügel da oben. Oha. Moment. Ich sagte Moment. Ich sag mal. Au. Was? Scheiß Gladi. Hell. Wo ist Arina? Da ist Arina. Wo ist noch ein Feind? Wo rennen wir hin? Achso, okay. Nur Verwundete, sehr schön. Da hat man mal gesehen, dass Handhabung und dementsprechend auch Stichgeschwindigkeit vom Gladius, eines ausgebildeten Römers, definitiv besser ist als die Klinge, die ich jetzt habe. Der Autohüse nehmen wir mit. Das ist wahrscheinlich wieder nichts Gescheites dabei. Nee. Nehmen wir die Waffen mit, weil ich ja einschmelzen kann und hier Wurfdinger. So. Okay, jetzt gibt's langsam Batani hier. Warum auch immer. Wieso wird das nicht richtig romanisiert hier? Okay, jetzt. Ja, okay, es gibt doch ein, zwei Römer mal zwischendurch. Na gut. So, nee, Quatsch. Die Gefangenen lieber anders verkaufen. Aber hier unsere Verpflegung. So. Das Pferd wird noch verhökert. Und im Versteck bunkere ich wieder weiter Waffen. Gut, aber eigentlich wollte ich nach Gersigos. Uteleim ist zwar ein schönes Ziel, könnte ich vielleicht sogar mit der Truppe, die ich jetzt schon habe, erobern, aber ist halt wieder batanisch. Ich will endlich was Römisches, was dann unser neuer Hauptsitz wird. Wollt ihr mich jetzt also wirklich, also verkackpupsen? Sonst habt ihr mir die Auxiliare hinterher geschmissen und jetzt suche ich sie händeringend? Ist okay. Achso, ja gut, es ist ein Burgdorf. Ja, okay. Ja, gut. Ja. Habe ich nicht bedacht. Ah, das ist mein Rekruter hier. Wieso hast du 45 Mann, Junge? Ich habe dich auf 30 eingestellt. Nee, das ist nicht der, den ich brauche. Das ist schon die höchste Stufe von ihm. Schade. Na gut. Dann gehen wir hier unten gucken, aber es sind auch wieder alles Burgdörfer. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich in Epikrotea gucke. Kriegsstände sind noch in Ordnung. Boah, 41 Barbari. Aber wir brauchen kaum noch Erfahrungspunkte im Moment, eben weil mir halt noch die frischen Rekruten fehlen. Die bringen halt nicht so viele Einflusspunkte. Apropos, ich habe wieder 100. Na komm, wir füllen jetzt so auf hier. Hoffentlich. Ja, schon besser. Das ist unsere zukünftige Kavallerie. Turnier hätten wir auch noch. Da ist jemand aus meiner Burg geflohen. Ich habe vergessen, in der Burg nachzugucken. Upsi. Hier ist noch ein Auxiliar. Das ist Burgdorf, ne? Nee, doch nicht.
Okay. Gehen wir danach gucken. Kuma rennt hier rum mit 13 Mann. Ah, sehr schön. Oh, nee, warte, der ist schon Stufe 2. Stufe 2 heißt, den kann ich immer zum Coverdust machen. Oh, habe ich davon jetzt vielleicht mehrere versehentlich mit rekrutiert? Nee. Gut. Ach, Mist, ich hätte noch Gefangene spenden können. Machen wir noch schnell. Aber schon Einflusspunkte ranholen und dann gehen wir an Gersegos mal die Burgverwaltung machen. Und danach gehen wir mal gucken, ob wir nicht doch mal Lageta belagern können. Da sind echt viele Leute drin hier. Junge, Junge. Ja. Wie, nur 3 Einflusspunkte? Sauerei. Aber wir haben gut was an Römer gefangen genommen. Hatte ich jetzt wieder unten Stuff dabei? Nö. Komm, wir machen noch schnell ein Turnier. Das ist noch drin heute. Wo stehe ich jetzt eigentlich in der Rangliste? Platz 4 tatsächlich. Wenn ich jetzt gewinne, haben wir Top 3. Dann brauche ich erstmal 3 Siege für den zweiten Platz und dann viel, viel mehr. Ich weiß gar nicht, was eigentlich passiert, wenn Edith jetzt in der Schlacht stirbt oder geköpft wird. Doch, weiß ich, stimmt. Ich habe ja mal Tormund geköpft. Dann rücke ich an seine Stelle, wenn ich auf dem zweiten Platz bin. Also wer stirbt, verliert seine Siege, sozusagen. Pila, toll. Brauche ich auch so dringend. Obwohl. Ah, nee, nee, die haben weniger Stich. Waffenrang 5 zwar, aber deutlich weniger Stich. Wir haben ja 135 Stich, glaube ich, oder 100 Stich oder sowas in dem Dreh. Hm. Wir haben aber eine höhere Präzision. Also ich vergleiche die dann mal, wenn es soweit ist. Jetzt haben wir erstmal 1 gegen 1. Mit Pila natürlich. Nein, daneben, warum? Schon wieder? Moment mal. Geht doch. Warte. Jetzt können wir. Ach, die Waffe fallen lassen, du Idiot. Das klappt immer wieder. Und warum ich das in den Feldschlachten nicht so gut hinbekomme? Weil ich mich da immer noch auf viele andere Sachen gleichzeitig konzentrieren muss. Aber so diese Sachen wie im einzelnen Kontrahenten gerade mal eben ausweichen und sowas, krieg irgendwie nicht so hin. Probiert habe ich's. Hat meistens damit geendet, dass ich tot umfalle. Wow. Da habe ich genau die Lücke erwischt, wo er keinen Rüstungspunkt hatte. Ach, mit derselbe hier. Ah, Mist. Aber das funktioniert echt gut mit den Pilar oder Wurfspeeren, dass man vorwärts rennen und relativ zielsicher treffen kann, wenn man schon ein bisschen geskillt ist. Das fängt an, komisch zu werden, dass ich immer beim letzten den Heady mache. Das war mit Schild, okay. Oh, das war... Ich hab nicht aufgepasst, wo sein Wurfspeer langflog. Hey, komm, das war ein Kopftreffer. Hey, was? So. Dieses Entwaffnen ist echt cool, muss ich sagen. Ich habe bloß noch nicht so richtig rausgefunden, wie man es gezielt schafft. Da bin ich irgendwie noch... Ein bisschen, also es hat auf jeden Fall was mit dieser Ausdauer zu tun, definitiv, ja. Aber wie ich das wirklich triggern kann, also hundertprozentig triggern kann, ist mir noch ein Rätsel. Oh Gott, wieso vergleicht denn der die nicht? Ach, wir haben einen großen Sack bekommen. 5 Munition, okay. ...81 Stich und hier 78 Stich nur. Geschossgeschwindigkeit 28, Präzision 92. Die fliegen sogar langsamer. Aber es sind 3 mehr, ne? Komm, es sind 3 mehr.
Dann haben wir nämlich mal 7 Wurfspeere in einer Schlacht und nicht bloß 4. Plus die Perks, die ich habe, die ja nochmal 1 oben drauf rechnen. Nee, schmerz ich nicht an. So, jetzt endlich mal rüber nach Gersigos. Dass wir da auch mal eine Burgverwaltung machen. Vielleicht kriege ich noch Koma erwischt. Nee. Ist viel zu schnell. Oder? Nee, ich könnte ihn erwischen, theoretisch. Oh. Wer hat noch nicht? Sehr schön. Genauso einen wollen wir. Und. Ach, Athletik habe ich noch geskillt. Sehr schön. Ausdauerattribut wird erhöht. Tägliche Treue in regierten Siedlungen, was mir gar nichts bringt. Überlastet sind wir eigentlich nie, also machen wir Ausdauerattribut. Hat aber nicht viel gebracht, ne? Obwohl. Nee, okay. Jetzt ist hat aber die Anzahl aktualisiert. Obwohl ich da meinen möchte, gelesen zu haben bei der Realistic Battle Mod in gewissen Foren, dass das Ausdauerattribut die eigene Posture, also dieser grüne Balken in den Kämpfen, den erhöht tatsächlich. Ob das aber stimmt, weiß ich nicht. Burgverwaltung. Hier werden gerade die Gärten gebaut, das ist gut. Treue ist natürlich jetzt endlich schön im Plus. Okay, dann als nächstes die Werkstätten bitte. Und ihr kriegt nochmal einen 10er um. Doch, wie setzt. So. In 13 Tagen ist er mit den Gärten durch. Okay. Garnison. Habt ihr zufälligerweise ein paar Tiere auf Level 1, die ich mir schnappen kann? Ja, habt ihr. Naja. Mal gucken wegen der Sicherheit. Das funzt auch. Alles klar. Gut, gehen wir weiter. Wir könnten auch mal gucken im Allgemeinen, wie viel Verteidiger hat denn überhaupt Lageta? Und im westlichen Imperium kann ich auch wegrekrutieren. Piss dich, geh weg. Ich mag dich nicht und deine Familie. Ihr seid alle doof. Entschuldigung. Wir müssen ja in der Rolle bleiben. Was? Friedensangebot der Batani? Jetzt schon? Wie ist mit Nein? Ihr zahlt euch jeden Tag 2030 Tribut und noch nicht mal die Reparaturzahlungen? Ich hoffe, ihr sagt alle Nein. Och, Lukas, wirklich? Mann! Weil klar, die werden gerade ordentlich von den Dryaden noch mit verprügelt, aber echt jetzt? Mann. Ja gut, wir haben noch 2 andere Krieger an der Backe, wahrscheinlich deswegen. Schade. Wirklich schade. Wieder keine Tyros. Aber gut, dann kann ich jetzt auch direkt hier raus rekrutieren in Lageta. Und das... Oh, das hat nur 100 Verteidiger gehabt. Oh, ich beiß gleich in den Besen, ey. Oh, ich hätte mir das schnappen können, verfluchte Axt. Oh, 60 Raider. Dammit. Verdammt, 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 verdammt. Na gut. Hilft ja alles nichts. Lass mal unseren Frust einfach an den Typen jetzt hier aus. Die alles wahrscheinlich wieder sich irgendwo verstecken. Ich mache aber trotzdem wieder meine Standardformation. Huch, falsche Tasse. Vor Freude erstmal angefangen zu hüpfen. Naja, die gehen weg. Okay. Dann 1, 2, 3, mir nach. Ich denke mal, die können wir im Grund und Boden schießen, aber ich werde mal gleich die Kavallerie noch hinterherziehen, wenn wir nachher noch dran sind. 3 hört erstmal auf zu schießen. Dann könnt ihr mich schneller laufen, wenn ihr nicht zwischendurch stehen bleibt und schießt. Hey, die kommen ja doch! Hä? Was? Wie? Wo? Hä? Moment.
Ihr dürft doch schießen. Ihr stellt euch hier auf. Vier darüber. Fünf habe ich gerade kein Sichtfeld. Da muss jetzt aber wirklich jede Salve sitzen, Jungs. Oh, 11 Wurfspiere habe ich jetzt. Nein! Haha! Größeres Haha! Geh weg! Keiner mag dich! So. Achso, die drei. Ach, wo waren das? Oh ne, ich seh. Nee. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, dass ich die Bogenschützen zurückziehen sollte, aber der Gegner macht's auch schon. Schönes Ding. Gut, einfach Wunde dann nur. Alles klar. 13,2 Einfluss. Das hat sich wirklich ausgezahlt. Ach Mist, ich habe einen Level 2er Oxy dabei. Weil einer von denen gefangen war. Ja. Na gut. 7000 Erfahrungspunkte wieder. Sehr schön. Da ziehe ich hier gleich schon mal ein bisschen. Oh. Also 7000 hätte ich schon trotzdem gerne, ne? So. Passt. Wie sieht's hier aus? 17 Leute und davon 16 neue Reiter. Sehr schön. Genau so möchte ich das. Es geht nämlich echt fix, solange man halt hier noch Pferde hat. Jawohl, nee. Da möchte ich keine Garnison spenden. Aber hier ist noch ein Turnier, verdammt. 130 Einflusspunkte. Ja, das könnte bald wieder für eine kleine Armee reichen, um eine Burg zu belagern. Wir warten aber erstmal bis zum nächsten Tag. Sagt er und der Hahn kräht. Mist, Megentorix hat noch einen Sieg gemacht. Okay. Beitreten, ja. Aber es kann sein, dass das Ding hier bald um die Ohren fliegt, weil ich sehe gerade, die Treue blinkt und sie ist im Minus. Verlockend. Helm mit Gesichtsschutz. Okay. Der Mann mit der eisernen Maske? Nee, doch nicht. Okay. Oh, alles klar. Nein. Geh weg. Keiner mag dich. Mann, aber. Hey, hey, hey. Danke. Sehr schön. Hast dein Schild fallen lassen. Aber ruhe, ich brauche oben Klippe. So. Er kriegt einen Schlag auf den Hinterkopf und gleichzeitig einen Stich. Einen Tritt ins Gemächt. Also, manchmal habe ich echt Mitleid mit den Gegnern hier. So, runter von dem Gaul da. Gibt's aber selber nicht. Ping-Pong. Wow, was für ein. Wow, okay. Schönes Ding. So, wer lebt denn jetzt noch? Achso, dir. Moment, können wir ändern. Okay. Och, nö. Oh, hat man was getroffen. Ich bin erstaunt. In welchem Team bin ich eigentlich? Im Team Blau, okay. Was? Wo hast du den Klüppel her? Okay. Ich löse das wieder als Infanterist. So. Komm her hier. Du hoch. Geht immer. Okay, dann nicht. Hey, hey, hier bleiben. Das war meins. Glaube ich.
Helfen wir mal unserem Kumpel vielleicht noch, dann geht es hier ein bisschen schneller. Okay, er hat es selber geregelt. Alles klar. So, runter da! Er hat einfach geblockt, während er aufsteht. Da habe ich null Ahnung, wie das geht, ne? Ich habe das schon oft genug beobachtet, dass die blocken können, während sie am Aufstehen sind. Aber wenn ich selber derjenige welche bin, der gerade irgendwo hinfällt und aufstehen möchte und dabei blocken möchte, sehe ich nicht, dass unser Dude irgendwie sein Schild hebt. Ja, klarer Fall von gewonnen. Ja, habe ich schon gesagt. Alles klar, damit kommen wir klar. Schöner Treffer. Noch schönerer Treffer. Holy moly. Genau über dem Kindschutz. Die Menge tobt. Und ich auch immer noch innerlich, weil ich Lagita nicht belagern durfte. Der hält aber was aus. Germanenhelm, oder? Nee. Ach stimmt, Prinzipes. Okay. Guter Helm. Achso, ich habe jetzt gerade noch... Gerade wo ich sagte, guter Helm, habe ich gesehen, ich habe gar nicht den Helm getroffen. Ich habe es gut bekommen, habe ich richtig gesehen? Nee, ne? Handel? Nee, nicht in gut bekommen. Jo. Schwerer, selber Rüstungsrang. Minimal mehr Kopfpanzerung und deutlich weniger Körperpanzerung. Also Körperpanzerung ist in dem Fall Heizschutz tatsächlich gemeint, soweit ich weiß. Weil das Ding hier, muss ich mal genauer angucken, hat ja nicht irgendwie noch ein Kettenhemd, was irgendwie über den Körper oder so hängt. Da geht es eigentlich nur um den Nackenschutz und den Halsschutz. Aber es wird auf den Körper gerechnet halt, ja. Nö, weg damit. Achso, und die Rüstungen auch noch, genau. Der Helm hier hoch. Schilde hoch. So. Schlappe 8000 nochmal. Warum nicht? Gut. Gelevelt hat er auch noch was, aber darum kümmern wir uns einfach in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.